Einen wunderschönen Vormittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Live-Webinars der jungen Wirtschaft zum Thema EU-Datenschutz, Grundverordnung und Social Media. Ein sehr komplexes Thema, wie wir schon bereits beim ersten Teil gesehen haben. Wir werden das heute noch einmal im Detail erörtern und noch einmal in die Tiefe gehen. Vorab aber wird dieses Seminar durch die Initiative gemeinsam sicher mit der Wirtschaftskammer von Innenministerium und Wirtschaftskammer ermöglicht. Und hier fungiert die Wirtschaftskammer als Sicherheitspartner der Polizei und beteiligt sich aktiv daran, Sicherheit gemeinsam zu gestalten. Im Zuge dessen, dieser Kooperation, findet am 9. November auch die Veranstaltung Höchste Zeit für Sicherheit statt. Und hier zeigt der Lifehacker Tobias Schrödel anhand konkreter Fälle, wie Cyberkriminelle arbeiten und vor allem, wie sie sich schützen können davor, was zu beachten ist. Ein sehr spannendes und sehr interessantes Thema, wichtiges Thema. Und wir haben jetzt hier eine Information eingeblendet. Sie können sich nämlich bis zum 30. Oktober für dieses Seminar, für diesen Workshop anmelden. Und das ist nämlich kostenlos, diese Teilnahme. Also Adresse ist eingeblendet. Am besten einfach gleich anmelden und mit dabei sein. Ich habe es schon gesagt, zweiter Teil, EU-Datenschutz, Grundverordnung und Social Media. Ein großes Thema, wir haben das bereits vor dem Sommer besprochen und da freut es mich, dass ich heute wieder unseren Experten, Herrn Ingenieurmagister Dr. Vinzenz Leichtfried, hier bei mir habe. Hallo, servus. Hallo Vinzenz. Meine Frage, also jetzt haben wir doch ein paar Monate vergehen gehabt, 3, 4 Monate, und da hat sich sicher auch was zum Thema Datenschutz, EU-Datenschutz-Grundverordnung getan. Was denn ganz konkret? Ja, einen schönen Sommer haben wir dazwischen gehabt. Ja. Was sich getan hat, ist, dass es handelt sich um die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Die ist mittlerweile in nationale Gesetzgebung umgelegt worden. Das heißt, wir wissen schon etwas konkreter, was jetzt auf uns zukommen wird, obgleich noch immer einige Sachen etwas unklar sind, vielleicht im Graubereich sind. Mhm. Aber was wir auf jeden Fall schon wissen, was die ersten Schritte sein werden, die wir auf jeden Fall tun müssen. Und vor allem die Zeit geht dahin. Wir haben Oktober mittlerweile, also 25.05.2018 ist das magische Datum und die Zeit vergeht schnell, wie wir wissen. Das Jahr ist fast vorbei und 5 Monate sind dann gar nichts. Ne? Genau, jetzt kommt die Weihnachtszeit und es ist auch damit zu rechnen, dass gerade zu Beginn des Jahres alle Berater, die dann hier später auch unterstützen werden, natürlich entsprechend ausgebucht sein werden. Mhm. Das heißt, der Tipp an alle, fangt so früh wie möglich damit an. Mhm. Was ihr selbst tun könnt, das werden wir heute mal, glaube ich, von der Basis her mal schon ein bisschen bearbeiten und noch einmal in Erinnerung rufen, vielleicht diejenigen, die schon beim ersten Teil dabei waren. Ein großes Thema, das müssen wir wirklich sagen. Es ist sehr komplex und wahrscheinlich kriegen manche gleich die Krise, wenn sie dir ein bisschen zuhören und sich denken, wie kann ich diese Masse an Informationen und vor allem auf was ich alles aufpassen muss, irgendwie bewältigen? Gibt es da Hoffnung? Es ist leider wirklich nicht einfach. Es ist eine komplexe Thematik. Schauen wir mal, ob wir auf die erste Slide schalten können. Jetzt haben wir es. Genau, ja. Die rote Ampel, ja. Sie zeigt schon. Stopp, halt. Pass auf. Achtung. Ja. Es ist ja immer die Fragestellung, was ändert sich jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung? Die gute Nachricht an die, die bis jetzt alles richtig gemacht haben, ihr seid perfekt vorbereitet, ihr seid auf dem richtigen Weg, es ist nicht so tragisch. Aber lass mal ganz kurz, bevor ich dich, was heißt denn alles richtig gemacht haben? Ja, alles richtig gemacht, das ist genau das Thema. Werden wir behandeln, oder? Ja, es hat bisher zum Beispiel die DVR-Nummer gegeben für Datenanwendungen etc. Es hat auch bisher schon Informationspflichten gegeben, Einwilligungserklärungen etc. Was halt leider die schlechte Nachricht ist, dass sich kaum jemand richtig daran gehalten hat. Weil es immer schon viel Aufwand war. Mhm. Jetzt kommen alle auch noch ein paar Dinge dazu und vor allem, was sich jetzt wirklich geändert hat, das sind die Strafen. Die sind jetzt sehr hoch geworden und das ist auch der Ansatz, mit dem man jetzt die großen Internetanbieter à la Facebook, Google und Co. stärker in die Pflicht nehmen will.
Die Downside ist halt, dass es gerade für kleine Unternehmer und für junge Unternehmer schon zu Beginn eine, ja, ein bisschen eine Last halt ist. Mhm. Ja. Denke ich mir, deshalb umso besser früh anfangen, damit man schön langsam sich einfach vorarbeitet und einfach die Basis einmal gut vorbereitet hat. Ja. Ne? Ich komme ja selber aus dem Eck, dass ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit Datenanwendungen, natürlich sehr viel personenbezogene Daten und IT-Sicherheit. Und unter anderem betreibe ich ein Buchhaltungstool und ein Zeiterfassungstool. Und deswegen war es für mich eine persönliche Herausforderung, mich genau damit zu beschäftigen, und möchte das jetzt auch allen anderen aus Praxissicht näher bringen, diese Expertise. Da freuen wir uns schon sehr drauf, weil es wichtige Informationen sind, die du uns hier mitteilen wirst. Ja. Jetzt ist es wahrscheinlich ganz wichtig, einmal ein paar gewisse Grundbegriffe zu kennen, beziehungsweise einfach einmal ein Gefühl zu bekommen, was heißt denn überhaupt Datenschutz, beziehungsweise personenbezogener Datenschutz? Ja, wir starten vielleicht einmal mit ein paar Grundbegriffen zur Erläuterung. Da es sich um einen juristischen Text in der Basisformulierung handelt, damit man auch wirklich weiß, worum es geht. Ich habe hier so eine Wertschöpfungskette der Datenverarbeitung skizziert. Man sieht, auf der einen Seite haben wir den Betroffenen, das ist die Person, von der personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dann haben wir einen Verantwortlichen. Das könnte zum Beispiel jetzt ein Buchhalter sein, der sich dafür entscheidet, eine gewisse Datenanwendung zu betreiben und auch entscheidet, wie sie betrieben wird. Dann haben wir als nächstes einen Auftragsdatenverarbeiter. Das kann zum Beispiel sein jemand, der eine Buchhaltungssoftware anbietet, zum Beispiel auch in der Cloud. Und dann haben wir je nach Belieben unterschiedliche viele Subauftragsdatenverarbeiter. Das können jetzt Entwickler oder Webserver-Hoster sein, die diese Buchhaltungssoftware dann auf ihren Servern laufen lassen. Das klingt jetzt schon nach einer sehr klaren Abgrenzung, also Definition. Ist es in der Praxis dann wirklich so, dass man das so genau trennen kann? Das Angenehme am Anwendungsbereich ist, dass man wirklich sehr schnell drinnen ist in der Datenschutzgrundverordnung. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Das Einfachste ist jetzt zum Beispiel der persönliche, familiäre Umkreis, wenn man in dieser Form, also es nennt sich Haushaltsausnahme, wenn man im privaten Umfeld Daten verwendet, dann fällt man nicht darunter. Achtung aber bitte, gerade zum Beispiel Blogger, also jene, die halt vielleicht als Jungunternehmer aus dem Hobby heraus starten, hier ist man sehr schnell institutionell und auch in einer gewissen Größendimension, wo man hineinfällt. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch für all jene, die vielleicht ein Bestattungsunternehmen betreiben oder sonstige innovative Geschäftsmodelle mit Verstorbenen haben, hier ist es ein bisschen geschmeidiger, da die Daten von Verstorbenen auch ausgenommen sind. Und last but not least gibt es auch noch die Aufsichtsbehörde, die halt dann auch wirklich kontrolliert und auch entsprechend Strafen verhängt. Einen wichtigen oder einen sehr häufig auftretenden ein Wort haben wir, automatisierte Verarbeitung. Das klingt sehr technisch. Was hast du denn das jetzt ganz konkret im juristischen Sinne? Sehr lustig, wenn man das liest. Das heißt, okay, die automatisierte Verarbeitung ist betroffen. Dann denkt man sich als IT-Techniker, okay, das ist jetzt alles, das hat vielleicht mit Artificial Intelligence sogar zu tun oder ich habe irgendwelche ganz tollen Algorithmen entwickelt. Leider ist das nur eine juristische Formulierung und es geht wirklich um alles, wo in irgendeiner Form personenbezogene Daten gespeichert oder verarbeitet werden. Das heißt, sobald ich eine Excel-Liste angelegt habe oder das in ein Word-Dokument etc. reinschreibe, weiterführend dann natürlich jede Art von Datenbank oder Softwarelösung. Wenn man jetzt von Datenanwendungen spricht, was sind denn so typische Datenanwendungen? Ja, da gibt es gerade im Unternehmertum natürlich sehr viele. Es gilt alles, wo ich in irgendeiner Form einen Personenbezug herstellen kann.
Das können Kommunikationsdaten sein, wie einfach nur E-Mail-Geschichten oder Telefonprotokolle. Auf der anderen Seite aber natürlich, jeder von uns Unternehmen hat hoffentlich mit Kunden zu tun, auf der anderen Seite mit Lieferanten und in späterer Folge dann auch Personal. Mhm. Also hier überall hat man in irgendeiner Form einen Personenbezug und ist mit jeder Datenanwendung fast schon drinnen. Wenn ich jetzt die Datenschutzgrundverordnung juristisch lese, das ist ziemlich verwirrend für jemanden, der da nicht eingelesen ist in diese ganze, in das Vokabular. Wie kann man das in einem Satz vielleicht für uns Normale irgendwie definieren? Kannst du uns da ein bisschen entgegenkommen? So. Ich habe versucht, das in einem Satz einmal auszudefinieren. Ja. Ja. Wie schon erwähnt, es gilt ab Mai nächsten Jahres. Es geht um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Es werden darin die Rechte der Betroffenen und die Pflichten der Verantwortlichen EU-weit vereinheitlicht. Mhm. Das ist das Ziel und wir werden uns jetzt auch an dem Satz orientieren, um die Thematik etwas auseinanderzunehmen. Ich möchte aber hier auch einen kurzen Disclaimer einstreuen. Wir haben nur eine Stunde Zeit, eine komplexe Thematik. Ich versuche hier bewusst etwas praxisrelevanter die Sache anzugehen. Das ist natürlich nicht, kann nicht ganz vollständig sein und es ersetzt natürlich auch nicht die Beratung durch einen Unternehmensberater, IT-Techniker, Juristen oder Seelsorger habe ich jetzt auch noch hineingeschrieben, weil die Leute leider immer dazu tendieren, dass sie den Überbringer einer schlechten Nachricht nicht ganz gut gesonnen sind. Mhm. Ja. Also ich kann nichts dafür, ich stehe auf eurer Seite. Also. Du stehst auch gerne für Antworten, wenn es noch in dieser Stunde Zeit gibt, gerne zur Verfügung. Also auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie dann gerne mal eintippen und am Ende unserer Stunde werden wir schauen, dass wir noch ein paar Fragen beantworten können. Also das auch gleich einmal als Aufruf nach Hause bzw. vor die Bildschirme. Und was wir jetzt auch gerne, bevor wir wirklich loslegen, auch noch wissen möchten. Es ist wahrscheinlich ganz gut zu wissen, auch für dich, Datenschutzgrundverordnung, hat sich da schon jemand von euch damit beschäftigt, auseinandergesetzt oder ist es noch doch relativ Neuland? Und da gibt es jetzt eine Frage, die wir stellen möchten. Nämlich mit Ja oder Nein zu beantworten, haben Sie sich bereits mit der EU-Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt? Ja oder Nein? Was ist deine Einschätzung bzw. auch Erfahrung? Ja, es ist ganz interessant. Man sieht das ja jetzt vorm Sommer, war es noch relativ wenig. Mhm. Es wären jetzt mehr Leute, die schon wissen, worum es ungefähr geht. In der Umsetzung selbst haben kaum noch Leute sich damit auseinandergesetzt. Und dann merkt man natürlich auch einen gewissen Branchenfokus, also gerade IT-Dienstleister, Berater, für die das auch selbst dann ein Thema sein wird, dass sie das mit ihren Kunden, Klienten durchbesprechen, sind natürlich besser informiert. Na schau, und wir haben schon ein Ergebnis, 52%, super, die heute zusehen, haben sich schon damit auseinandergesetzt. Also das ist doch mehr als die Hälfte. Ja. Wunderbar, das ist gut und vor allem auch gut in der Zeit, würde ich sagen. Dann werden wir auch ein bisschen konkreter in die Materie eintauchen. Mhm. Wunderbar, du hast gesprochen, Rechte und Pflichten gibt es. Genau, ja. Ganz kurz noch, der 25.05., ja, hier ist es wichtig zu verstehen, bitte, wir sind jetzt in der Schonfrist, jetzt in der Übergangsfrist. Danach gilt es, da gibt es dann keine weiteren Ausnahmen mehr. Mhm. Und wir haben auch das Thema mit Strafen gehabt, die sind halt extrem hoch. Und was hier wichtig zu verstehen ist, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, Vorbereitung und Dokumentation ist wirklich alles. Das mindert im Falle dann auch das Strafmaß. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber nicht nur die Strafen von der Aufsichtsbehörde, sondern auch mögliche Schadenersatzforderungen, die vielleicht schlagend werden könnten. Mhm. Also hier aufpassen. Und auch noch ganz wichtig ist, die Leute sagen immer, ja, jetzt bin ich ein kleines Unternehmen, ein Gewerbetreibender, ein Tischler, was auch immer. Ich mache doch eh kaum etwas mit Daten. Wie soll mich das tangieren?
Wir haben aber gesehen, jetzt zu Beginn des Jahres, es hat Krypto-Trojaner gegeben, verschiedene Ransom-Software-Geschichten, alle möglichen Phishing-Attacken etc. Das ist etwas, hier wird nicht selektiv vorgegangen. Das kann jeden treffen, zu jeder Zeit. Man muss darauf vorbereitet sein. Und so etwas ist eben dann auch, was ein Auslöser für Strafen sein kann. Wenn ich auf die Rechte der Betroffenen nicht entsprechend eingehe, werden wir gleich sagen, was das ist. Oder ich habe vielleicht einen Datenschutzvorfall etc. Ja. Du hast gesagt, und hohe Strafen, in welchen Größenordnung sprechen wir da? Also das wird sich weisen, wie sich das dann wirklich in der Praxis ausweist, kann man jetzt noch nicht sagen. Ja. Gefahr ist natürlich auch, dass es ein paar so Abschreckungsbeispiele geben wird. Ja. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Man soll es aber nicht nur verteufeln. Ja. Ich habe angesprochen, Datenschutz etc. Das sind Sachen, eben dem das vielleicht schon mal passiert ist, der hat gemerkt, okay, da habe ich wirklich einen Unternehmensausfall. Ich kann mit meinen Kunden nicht kommunizieren. Ich kann vielleicht ein paar Tage nicht produzieren, bis ich wieder alles hergestellt habe, wenn ich es überhaupt wieder herstellen kann. Also da sieht man, IT-Sicherheit und Unternehmensstabilität ist untrennbar miteinander verbunden und deshalb sollte man das jetzt auch wirklich gleich als Auslöser sehen, nicht nur das Minimum umsetzen, sondern immer mit dem Hintergrund, dass das auch einen Sinn hat und man sich wirklich gescheit darauf vorbereitet. Wie wahrscheinlich ist denn das eigentlich, dass ich 20 Millionen Euro Strafe zahlen muss? Ja, grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, dass einen 20 Millionen treffen werden, aber es ist schon damit zu rechnen, dass es auch ein paar Abschreckungsbeispiele geben wird, wo man dann halt schon empfindliche Strafen haben wird. Okay. Wo ist jetzt der Anwendungsbereich? Ja, das ist etwas, was sich über den Sommer etwas spezifiziert hat. Bisher hat man gedacht, es geht jetzt wirklich nur mehr um Daten von natürlichen Personen. In der österreichischen Gesetzgebung ist es aber so, dass aktuell auch die Daten von juristischen Personen hineinfallen. Und dann haben wir noch das Thema, wir haben gesagt, bereits alles, was in irgendeiner Form digital verarbeitet wird, fällt darunter. Aber auch wenn ihr jetzt glaubt, ihr könnt jetzt alles auf Papierakten schreiben, seid ihr auch nicht aus dem Schneider, sobald man Daten strukturiert ablegt, dann fallen die auch unter den Anwendungsbereich. Und dann haben wir noch die räumliche Thematik. Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen dann, na okay, dann verlege ich halt meinen Webserver nach Afrika oder was auch immer. Mag sehr kreativ sein, hilft einem aber leider auch nicht, sobald irgendjemand in dieser erwähnten Wertschöpfungskette in der EU ansässig ist, fällt man darunter. Dann ist es auch noch sehr wichtig zu verstehen, dass man hier auf sensible Daten besonderen Wert legt. Das ist alles, was mit Medizin, religiösen oder politischen Überzeugungen zu tun hat. Also sobald man jetzt Personal hat, dann ist man hier mit der Gewerkschaftszugehörigkeit zum Beispiel drinnen. Es gibt auch noch strafrechtlich relevante Daten, die sind genauso ähnlich sensitiv zu handhaben wie die bereits erwähnten sensiblen Daten. Und dann haben wir noch normalpersonenbezogene Daten. Das sind jetzt zum Beispiel rein wirtschaftliche Daten. Wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, sollte man auch wissen, was sind die Grundsätze, unter welchen Ideen ist die Datenschutzgrundverordnung konzipiert worden. Ganz wichtig zu verstehen, jede Form der Verarbeitung von personenbezogenen Daten muss rechtmäßig sein. Sie darf auch nur zu dem einen Zweck verwendet werden, der vorher definiert wurde. Und dann muss ich darauf achten, dass ich wirklich sicher mit den Daten umgehe. Das alles muss ich entsprechend nachweisbar protokollieren, haben wir schon gesagt. Ist auch ein Thema, wenn es dann um Strafen geht. Ja. Es klingt nach viel Arbeit. Wie fange ich denn da an grundsätzlich? Ja, wie man damit anfängt, ist
dass ich mir zumal anschaue, was sind überhaupt alles die Datenanwendungen, die ich in meinem Unternehmen habe. Mhm. Das hält man dann im Verfahrensverzeichnis fest. Da werden wir dann später noch drauf kommen, was das ist. Mhm. Ja. Dann geht es im nächsten Satz darum, die Rechte der Betroffenen. Also es gibt nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte. Das ist natürlich gut, du hast es vorher schon erwähnt. Es gibt einen Grund, warum die Datenschutzgrundverordnung mehr oder weniger entstanden ist, nämlich auch, dass ich geschützt werden kann. Genau, wir sind ja alle in irgendeiner Form Betroffene, egal ob wir jetzt der Freeman-Bewegung oder sonstigen Vereinigungen angehören, von uns überall werden allen irgendwo Daten gespeichert und wir haben hier bestimmte Rechte. Das heißt, wir müssen in Erfahrung bringen können, wer speichert unsere Daten, was passiert damit etc. Wir haben natürlich auch bestimmte Auskunftsrechte und so weiter. Wir können sogar auch auf Datenlöschung bestehen. Achtung! Hier gilt es aber immer zu trennen, zum Beispiel zwischen Nutzungsdaten und Vertragsdaten. Ein schönes Beispiel, ich habe jetzt ein Abonnement mit einem Fitness-Tracker, da werden alle möglichen Daten über mich gesammelt. Ich möchte diese Vertragsbeziehung beenden, dann kann ich, habe ich das Recht auf Löschung, muss hier aber unterscheiden zwischen den Nutzungsdaten, die dann auch gelöscht werden müssen, und den Vertragsdaten. Wenn der Betroffene jetzt sagt, er möchte diesen Tracker nicht mehr verwenden, er möchte, dass seine Daten gelöscht werden, dann geht es da in erster Linie um die Nutzungsdaten einmal. Dann habe ich noch die Vertragsdaten, da hat er theoretisch natürlich auch das Recht, nur überwiegt hier die Behaltefrist des Verantwortlichen, der diese Daten ja auch für seine Buchhaltung etc. benötigt. Also hier achten, hier muss man auch entsprechend trennen können. Ja. Okay. Ja, so viel einmal zu den Rechten der Betroffenen. Wir haben dann auf der anderen Seite die Pflichten der Verantwortlichen. Da geht es um die Umsetzung. Und die Pflichten der Verantwortlichen möchte ich jetzt auch noch aus drei Blickwinkeln heraus betrachten. Ja, es ist eine juristische Basis. Das heißt, wir haben einen rechtlichen Teil, dann haben wir einen funktionalen Teil. Da geht es um die ganzen Prozesse und Vorbereitungen etc. Und dann gibt es technisch-organisatorisch. Da geht es dann wirklich um die technische Umsetzung, welche Maßnahmen treffe ich etc. Aber fangen wir mal bei Beginn an. Genau, beim Rechtlichen. Genau, ja. Also hier wichtig zu verstehen ist, am Beispiel der Wertschöpfungskette, Ansprechpartner für den Betroffenen ist immer nur der Verantwortliche. Der Auftragsdatenverarbeiter muss hier aber entsprechend unterstützen, um hier wirklich auch alles ermöglichen, dass entsprechend sicher verarbeitet wird. Dann haben wir das Thema Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, wie gesagt, grundsätzlich verboten. Wenn ich aber zum Beispiel das machen muss, weil ich einen Vertrag erfüllen muss, ja, dann passt das natürlich. Und dann habe ich eventuell auch noch bestimmte Einwilligungen. Das ist zum Beispiel bei einem E-Mail-Newsletter, dass ich sage, okay, ich möchte den auch wirklich bekommen. Die Löschfristen, ganz wichtig hier, bitte schauen, welche Daten verarbeite ich und was habe ich hier für Aufbewahrungspflichten. Dann rechtlich, dass ich das auch alles am besten schriftlich festhalte mit den einzelnen Stakeholdern, die ich habe, um hier auch die Unterstützung von meinen Auftragsdatenverarbeitern zu gewährleisten, aber natürlich auch auf der anderen Seite mit Betroffenen, um wirklich zu dokumentieren, ich habe die Einwilligung und so weiter. Ja, das sind einmal so die Basics, die rechtlichen. Und dann noch ein wesentlicher Punkt, wir haben vorab schon ein bisschen darüber diskutiert, ja, man geht sehr schnell zu einem US-amerikanischen Dienstanbieter. Richtig. Wir haben auch gesagt, die Strafen zielen auf Facebook, Google etc. ab. Der Transfer von personenbezogenen Daten ins EU-Ausland ist grundsätzlich einmal untersagt. Man muss hier entweder ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten können,
soll heißen, dass sich dieser Anbieter auch entsprechend verpflichtet und nachweisbar ist, dass der sich an den Datenschutz hält. Oder eine andere Möglichkeit ist, ich habe die Einwilligung des Betroffenen wieder, dass ich die Daten jetzt zum Beispiel in Afrika speichern kann oder was auch immer. Ja. Klingt ziemlich umfangreich und kompliziert auch. Weil also man muss schon ein Gefühl dafür bekommen, was habe ich denn eigentlich für Datenanwendungen? Ja. Ja, wir haben es ganz einfach eingangs kurz erwähnt, das kann eben sehr viel sein. Damit man aber wirklich einen Überblick dazu bekommt, dafür gibt es das Verfahrensverzeichnis. Ich sage immer, das Verfahrensverzeichnis ist so eine Art Buchhaltung meiner Datenanwendungen. Gesetzlich auch verpflichtend, dass ich das führe. Ich sollte, wenn ich das erstelle, aber auch gleich weiterdenken und mir überlegen, was will ich später daraus rauslesen können. Ja? Ich möchte zum Beispiel einen Überblick haben, wo werden Daten gespeichert, damit ich auch entsprechende Auskunftspflichten geben kann. Ich muss ja auch Löschfristen erfüllen können, etc. Deshalb macht es Sinn, das hier wirklich vernünftig zu machen, hier alles aufzulisten. Wie gesagt, es muss also keine personenbezogenen Daten hat man zum Beispiel bei Produktverzeichnissen oder sowas. Die müssen dann nicht hinein ins Verfahrensverzeichnis. Okay. Macht aber trotzdem Sinn, weil dann weiß ich, ich habe mir diese Anwendung angeschaut und es kann sich auch immer etwas ändern. Ja. Was muss da drinnen stehen im Verfahrensverzeichnis? Einmal rein vom Gesetz her. Ich brauche allgemeine Informationen. Wer ist jetzt der Verantwortliche und was sind die Kontaktdaten? Und dann wird es interessant, weil dann liste ich wirklich einmal alle meine Verarbeitungen. Ich habe hier einen Screenshot. Achtung, das ist eine Datentabelle, deswegen ein bisschen klein. Ich hoffe, ihr könnt da erkennen, wo die Reise hingeht. Ich habe hier in den einzelnen Zeilen verschiedene Verfahren gelistet. Da haben wir zum einen Serviceangebot eines E-Mail-Newsletters, dann habe ich zum Beispiel eine Personalverwaltung, dann habe ich zum Beispiel ein Fuhrparkmanagement. Bei jeder von diesen Anwendungen muss ich mir überlegen, was ist der Zweck der Verarbeitung? Den gilt es zu protokollieren und da sieht man dann auch schon, zum Beispiel beim Fuhrparkmanagement, dass das nicht nur fürs Fuhrparkmanagement ist, sondern auch für die Versicherungsabwicklung dienlich ist. Hat dann natürlich auch wieder die Auswirkung, dass ich sehe, wer ist aller Empfänger dieser Daten, die da drin vorkommen. Ja, da komme ich dann schon drauf, dass das nicht nur intern, sondern eventuell auch für Versicherungen weitergeleitet wird. Und dann schaue ich mir an, wer ist jetzt aller betroffen. Ja? In dem Fall haben wir hier Außendienstmitarbeiter, leitende Mitarbeiter etc. Brauche ich natürlich auch diese Information, denn wenn ein Außendienstmitarbeiter mich fragt, hey, welche Daten hast du als Unternehmer über mich gespeichert, dann kann ich ihm hier leichter Auskunft geben. Dann gibt es noch die technisch-organisatorischen Maßnahmen, hier als Tom, abgekürzt. Genau. Ja, das ist jetzt nicht einfach der liebe, nette Junge von nebenan. Wollte ich schon fragen. Ja. Sondern hier geht es dann um Sicherheitsmaßnahmen, die ich gesetzt habe, um meine Datenanwendung abzusichern. Da kommen wir dann später noch drauf, was das ist. Und dann pro Datenkategorie, hier ein Beispiel eines Newsletters, hier habe ich zum Beispiel den Namen, da habe ich die E-Mail-Adresse, die Anmeldequelle etc. Und dahinter sind auch entsprechende Löschfristen hinterlegt, wie lange ich diese speichern muss. Ja, also. Und wahrscheinlich auch eben, weil da gerade Pflege in Rot angestrichen ist, auch natürlich, du hast es vorhin schon erwähnt, diese permanente auch Überprüfung, was sich geändert hat. Das scheint mir aber wirklich ein immens großer Aufwand zu sein, das jetzt einmal grundsätzlich auf die Beine zu stellen. Ja, ich habe hier verschiedene Erhebungsphasen protokolliert. Das ist natürlich in erster Linie für Leute, die beratend tätig sind. Ja. Ich kann natürlich schon in einem ersten Schritt einfach nur mal sagen, ich schaue mir an, was habe ich für Geräte, was habe ich da für eine Software installiert, in welchen Datenbanken oder Excel-Sheets habe ich jetzt Kunden.
Daten zum Beispiel abgespeichert oder Mitarbeiterinformationen. Mhm. Ja. Die schreibe ich mir einfach einmal alle untereinander und dann dichtet, dann wird schon ein bisschen lichter, sagen wir mal so, ja, mhm. Damit ich einen Überblick bekomme. Und dann muss ich halt einfach konkreter werden und schauen, in meiner Firma, in meinem konkreten Anwendungsfall, was habe ich da wirklich für Datenfelder mhm. oder Datenkategorien. Mhm. Ja. Und da sich das natürlich auch immer ändert, genauso wie bei einer Buchhaltung, muss ich auch immer wieder drüber schauen, ob das noch aktuell ist. Mhm. Ja. Welche Tools hast du uns da mitgebracht, ja. die uns ein bisschen helfen können in diesem ganzen Dschungel? Ja, grundsätzlich, es gibt keine Formvorschrift, das ist das Positive. Ja, das heißt, ich kann mir wirklich anschauen, wie sind Daten in meinem Unternehmen strukturiert und mich ein bisschen danach orientieren. Mhm. Man findet dann schon diverse Vorlagen und Tools im Internet. Bitte hier aber aufpassen. Zum einen schaut es euch an, von welcher Datenquelle kommt das? Ist das wirklich seriös? Also da kann ich euch wko.at/Datenschutz ans Herz legen. Das sind wirklich super ausgearbeitete Muster und weiterführende Informationen. Und dann gibt es natürlich schon auch Tools von verschiedenen Anbietern, die hier auch noch auf den Markt kommen. So viel dazu, das ist mal das Verfahrensverzeichnis, mein erster wichtiger, wesentlicher Schritt, mit dem könnt ihr gleich anfangen. Da seht ihr dann wirklich auch weiterführend, wie muss ich jetzt vorgehen für weitere Umsetzungsschritte. Mhm. Das eine sind einmal die Umsetzung der Rechte der Betroffenen. Ganz wichtig hier, wir haben schon gesagt, Ansprechpartner ist der Verantwortliche. Der Auftragsdatenverarbeiter kann dann immer an den Verantwortlichen zurückverweisen. Ich muss dann natürlich die Person, der ich Auskunft erteile, entsprechend identifizieren können. Ja? Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel der Tom anruft und behauptet, er ist die Evelyn, dann wird es kritisch, wenn ich dem Daten weitergebe. Dann habe ich schon einen Datenschutzvorfall. Also hier überlegen im Sinne von der Möglichkeiten, die ich habe, wie kann ich die Person richtig identifizieren. Mhm. Die Frist ist auch noch ganz wichtig. Ich muss hier wirklich innerhalb von einem Monat Antwort liefern. Kann das in Ausnahmefällen ein bisschen nach hinten verzögern, muss aber trotzdem innerhalb eines Monats einmal das begründen, wieso etc. Am besten ist, man ist von vornherein darauf vorbereitet, hat hier auch klare Prozesse, hat auch ein bisschen ein Controlling darüber, welche Anfragen sind hereingekommen, wer bearbeitet das jetzt und so weiter. Ja, also das ist wirklich Prozessgestaltung as it's best. Mhm. Und dann als nächstes haben wir wirklich den Fall eines Datenschutzvorfalls, für den wir uns vorbereiten müssen. Das heißt, Datenschutzvorfall, jemand kommt an meine Daten heran, die quasi veröffentlicht werden können, wo er dann auch immer will. Also um das nochmal zu konkretisieren. Ja, das ist ein guter Ansatz. Wenn man Gesetzestext schaut, wird einem fast ein bisschen ungut, weil da steht drinnen, ein Datenschutzvorfall ist wirklich alles, wo in irgendeiner Form unrechtmäßig oder unbeabsichtigt Daten offengelegt werden oder verändert oder vielleicht auch nur vernichtet werden. Mhm. Das kann jetzt sein, ich verliere mein Smartphone, das kann sein, mein Notebook wird aus dem Auto gestohlen. Das sind einfach so ganz banale Sachen, wie wenn ich im Zug sitze und etwas arbeite, um die Zeit zu nutzen und hinter mir liest jemand mit. Das kann schon ein Datenschutzvorfall sein. Aber auch genauso wie beim E-Mail-Versand, wenn ich hier batscherderweise 20 E-Mail-Adressen oder was auch immer nicht in das BCC-Feld, sondern in das AN-Feld setze und jeder kann mitlesen. Wieso ist das ein Grund kann das ein Problem sein? Stellen wir uns vor, ich habe jetzt eine Hausverwaltung, die schickt halt an alle Hausparteien eine E-Mail aus. Ich kann die anderen Hausparteien mitlesen. Denkt man sich, okay, ist jetzt nicht so tragisch. Das sind eh die Leute, mit denen ich jeden Tag im Stiegenhaus eine nette Unterhaltung führe. Die kenne ich. Kritischer wird es aber, wenn das zum Beispiel der Newsletter oder der Verteiler
eines Instituts für psychische Krankheiten ist. Mhm. Und ich sehe oder ich kann annehmen, dass alle Personen auf dem Verteiler dann diese Krankheit haben. Also hier geht es dann um Rufschädigung, hier können in irgendeiner Form Nachteile oder Schäden für den Betroffenen entstehen. Ja. Und was muss ich dann tun? Grundsätzlich muss ich einmal jeden Datenschutzvorfall protokollieren. Und sobald ein Risiko besteht, das hat man relativ schnell, muss ich auch eine Meldung erstatten an die Datenschutzbehörde. Und der Zeitrahmen ist ja sehr kurz. Das heißt, ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss bedenken, dass so etwas auch oft am Wochenende passieren kann oder zur Weihnachtszeit. Und dann muss ich wissen, wen ich kontaktiere, was, damit ich abschätzen kann, was ist passiert, etc. Das muss ich aber schriftlich machen. Das reicht nicht, wenn ich dort nur anrufe, sondern ich muss es wieder dokumentieren, also sprich in schriftlicher Form. Schriftlicher Form machen und hier auch alles beilegen, was ich für Sicherheitsmaßnahmen getroffen habe, etc. Und das ist nichts, was ich dann innerhalb von 72 Stunden machen oder erarbeiten kann. Ja. Also hier, be prepared for the moment. Wenn wirklich großes Risiko besteht, muss ich das sogar den Betroffenen selbst mitteilen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn Kreditkarteninformationen abhanden kommen, etc. Hier ist das Stichwort Krisen-PR. Denn da macht es ganz große Unterschiede, wie ich hier mit den Leuten kommuniziere, damit ich später nicht einen zu großen Reputationsverlust habe. Ja. Kommen wir in den Bereich der Funktionalität, also wir haben die rechtliche Seite jetzt einmal besprochen. Also wir haben ja dann noch zwei Punkte. Das eine ist meine Datenschutzfolgenabschätzung, die es auch als Auflage gibt, und dann den Datenschutzbeauftragten. Das sind zwei so Themenbereiche, da fragen die Leute dann immer, ja, trifft mich das jetzt einen für mich selbst? Ja. Die Datenschutzfolgenabschätzung, einfach erklärt, da geht es um Selbstevaluierung, dass ich mir anschaue mit meiner Datenanwendung, ist die überhaupt notwendig, wie groß ist das Risiko, welche Abhilfemaßnahmen kann ich treffen, um das sicherer zu gestalten. Also mache ich Verschlüsselungen, mache ich bestimmte Berechtigungsabfragen etc. Und wir haben es eingangs erwähnt, bisher hat es diese DVR-Meldungen gegeben, die werden jetzt abgeschafft. Jetzt geht es um Selbstevaluierung und das, hier sagt man, erhöhtes Risiko. Wenn das besteht, muss man das machen. Dann gibt es noch ein paar Auflagen, wann das unbedingt erforderlich ist. Es ist ja allerdings zu erwarten, dass die Aufsichtsbehörde noch ein bisschen so ein Black-White-Listing machen wird, wo man dann auch weiß, ein bisschen besser, wie das einzuschätzen ist. Ja. Man kann sich natürlich überlegen, was ist eine umfangreiche Verarbeitung von sensiblen Daten. Gehen wir dann gleich beim Datenschutzbeauftragten noch einmal drauf ein, was das zum Beispiel sein kann oder wie man das zu interpretieren hat. Der Datenschutzbeauftragte ist etwas, wo viele Firmen jetzt Angst haben, dass sie den benötigen. Schauen wir mal, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, das wird kaum eine Firma betreffen. Dann gibt es wieder welche, die sagen, ja, verschiedenen Themenbereichen könnte man sehr schnell drinnen sein. Gerade wenn man jetzt sensible Daten zum Beispiel verarbeitet. Wir haben hier diesen schönen Satz, wenn die Kerntätigkeit eines Unternehmens die umfangreiche Verarbeitung sensibler Daten ist, nehmen wir diesen Satz ein bisschen auseinander. Sensible Daten, zum Beispiel medizinisch, religiös, biometrisch, whatever. Kerntätigkeit, das ist zum Beispiel bei einem Spital, sagt man, ein Patienteninformationssystem ist mit der Kerntätigkeit der Patientenheilung verbunden. Also das brauche ich unbedingt. Eine Nebentätigkeit wäre zum Beispiel Buchhaltung oder Personalverwaltung. Dann haben wir umfangreich, wo man laut Erwägungen sagt, okay, als Spital hat man hier eine umfangreiche Verarbeitung, als Arzt hat man keine umfangreiche Verarbeitung. Das sind momentan Erwägungen, wie das dann aktuell wirklich gehandhabt wird, wird sich leider erst etwas weisen. Da streiten sich noch ein bisschen die Geister.
passt auf jeden Fall auf. Das ist jetzt nicht nur für den Verantwortlichen, sondern auch zum Beispiel für den IT-Dienstleister ein Thema. Mhm. Und dann auch noch für die Übervorsichtigen, einfach nur bestellen kann auch etwas gefährlich sein. Dass man sagt, ich nehme auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten. Hier gibt es den Praxistipp. Nenn den nicht Datenschutzbeauftragter, sondern Datenschutzkonsulent oder was auch immer. Oder Master of Data. Da gibt es ja sehr viele schöne kreative Titelmöglichkeiten. Weil sonst fallen da wirklich gleich die gleichen Bestimmungen an. Mhm. Ja, also so ein Datenschutzbeauftragter, der muss halt zum Beispiel weisungsfrei sein, er muss entsprechende Qualifikationen aufweisen und so weiter. Das ist gar nicht immer so leicht umzusetzen. Mhm. Ja. Okay. Also klingt sehr komplex und sehr, also man muss da wirklich ganz, ganz viel beachten. Ja. Im letzten Feld haben wir noch die technisch-organisatorische Sichtweise. Mhm. Es wird oft erwähnt Privacy by Design, Privacy Default. Worum geht's da? Das heißt, man sollte sich von vornherein überlegen, dass man nur die Daten sammelt, die man wirklich unbedingt benötigt, dass man sie nachher auch wieder löschen kann, sofern sie nicht mehr benötigt werden. Also hier muss auch die IT darauf vorbereitet sein, dass ich sage, das ist jetzt der Stichtag, 7 Jahre sind vergangen, ich brauche ihn jetzt zum Beispiel nicht mehr für meine Buchhaltung. Ja, und dann auf der anderen Seite gibt es technisch-organisatorische Maßnahmen. Das ist im Gesetzestext zu lieb erwähnt. Ja, da steht nach Stand der Technik, Aufwand, Risiko, da liest man schnell einmal drüber. Wieso ist denn das so definiert? Stand der Technik, der ändert sich laufend. Der Gesetzestext soll halt für eine gewisse Zeit lang gleich bleiben. Hier also bitte das wirklich mit dem IT-Berater sich gemeinsam anschauen, was sind denn so Maßnahmen, die ich treffen kann. Ja? Mhm. Wir haben hier wirklich Sachen wie Verschlüsselung, Verfügbarkeitstest etc. Dann aber auch das Thema Backups. Ja? Leider immer noch etwas, das viele Unternehmen wie eine schlechte Backup-Verwaltung haben. Mhm. Das ist eine von den ersten Maßnahmen, die man verbessern kann. Und bitte schaut drauf, ihr wollt nicht ein Backup, sondern ihr wollt eine Wiederherstellungsmöglichkeit haben. Also wirklich auch anschauen, wie man Daten dann im Extremfall zurückspielen kann. Vor allem auch schnell, weil das ist ja genau. Oft das Thema. Ja, ja. Dass dann das wenn meine Produktion daran hängt und ich niemanden kontaktieren kann etc., kann das alles schon sehr zeitkritisch werden. Mhm. Weitere technisch-organisatorische Maßnahmen sind eben dann auch noch so Sachen wie Zutrittskontrolle, ein Berechtigungsmanagement. Mhm. Ja. Kann jeder Mitarbeiter meiner Firma auf alle Dateien zugreifen? Oder sorge ich hier wirklich entsprechend dafür, dass jetzt nur Mitarbeiter aus der Buchhaltung halt an die Finanzdaten können und Mitarbeiter aus dem HR an die Personalverwaltung? Ja? Mhm. Und dass ich nicht sehe, immer von allen, dass ich Mitarbeitern jeder nachschauen kann, wann es Krankenstände gegeben hat und solche Sachen. Ja? Das ganze Webinar erfolgt ja in Kombination mit dem Bundesministerium. Da gibt es auch schöne Statistiken, wie es zu Datenschutzvorfällen kommt. Und das glaubt man gar nicht, dass wirklich der Großteil über menschliches Versagen passiert. Das heißt, es schickt wer eine E-Mail, es ruft wer an und ersucht um irgendeine Auskunft. Das ist zum Beispiel etwas, wo oft viel zu bereitwillig Daten hergegeben werden. Ja? Genauso online wird extrem viel gestellt. Ja? Informationen, die dort einfach nicht hingehören. Mhm. Passt da bitte auf, dass nicht alles frei verfügbar irgendwie im Internet zu finden ist. Mhm. Ja? Und dann, man kann es nicht oft genug erwähnen, Dokumentation und Re-Evaluierung ist das Um und Auf, um hier wirklich zu zeigen, was man getan hat. Mhm. Ja. Also natürlich ein großer Aufwand, aber es macht sich bezahlt, wenn man sich wirklich auch jetzt, wir können es nur noch nicht oft genug sagen, wirklich jetzt schon anfängt. Das hängt natürlich von der Größe des Unternehmens ab, wie viel Aufwand es dann schlussendlich ist. Aber da gibt es wahrscheinlich auch spezielle
Möglichkeiten oder auch braucht man Fachleute, die einfach wissen, wie das jetzt in meinem Unternehmen zum Beispiel ausschaut, dass ich hier gut geschützt bin? Ich werde gleich auch noch einmal drauf eingehen, wie ihr oder gegen Ende, wie ihr wirklich loslegt. Kurz zuvor noch, bitte aufpassen, es gibt immer noch ein paar nationale Auslegungen. Und dann haben wir auch dieses One-Stop-Shop-Prinzip. Das ist schon ein Vorteil. Da kann ich jetzt als Unternehmer wirklich zu der Behörde gehen, die für mich in dem Land zuständig ist, wo ich meinen Unternehmenssitz habe. Muss nicht mehr 28 oder 27 EU-Länder, je nachdem, wie viel wir gerade haben, abklappern. Ja, vor allem jeder ist irgendwie, hat ein bisschen andere Bedingungen und Gesetze und das macht es dann Gott sei Dank. Da wird es auf jeden Fall leichter, weniger Aufwand in die Richtung. Ja. Wir haben gesagt, wir möchten uns als Spezialfall auch ein bisschen das Marketing ansehen. Gerade E-Mail-Newsletter sind etwas, was sehr viele Unternehmer beschäftigt. Ja? Also um hier einen Praxis-Wrap-Up zu geben, passt auf, die Ausnahme der Privatnutzung wird auf Unternehmer kaum antreffen, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ja? Und dann auch die Strafen nicht vergessen, nicht nur vom Datenschutz her, sondern auch zum Beispiel im Sinne des Telekommunikationsgesetzes. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Datenschutzgesetz alles andere substituiert, was wir bisher gehabt haben, sondern es ist immer parallel bzw. ergänzend zu sehen. Ja? Dann, wenn ich Services verwende, die sich oft sehr praktikabel anmuten, dann ist man halt sehr schnell zum Beispiel bei amerikanischen Anbietern. Ja. Ja, und da muss ich halt auch dann achten, wie diese betroffenen Rechte zum Beispiel umgesetzt werden können. Ja. Kann ich die Daten wirklich löschen, wenn es notwendig ist? Und ich sage mal so, das Positive ist, dass natürlich die amerikanischen Anbieter jetzt auch schon überrissen haben, dass das in Europa ein Thema ist. Die bereiten sich darauf vor, die versuchen da compliant zu werden. Einfacher ist es natürlich immer noch, wenn ich jetzt europäische oder österreichische Anbieter verwende. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch die Initiative der Austrian Cloud von der Wirtschaftskammer, wo man nachlesen kann, bei welchen österreichischen Cloud-Anbietern ich meine Daten speichern kann. Da tut man sich auf jeden Fall leichter. Und dann das Thema gerade im E-Mail-Bereich, die Zustimmungserklärungen. Bitte hier wirklich drauf aufpassen, diese Einwilligungen, wie die gesetzt sind, nicht vorausgefüllt und dann wirklich konkretisieren, für welchen Fall und wer bekommt diese Daten, nicht allgemein halten. Ja, wir verwenden diese Daten für alle unsere Partner, für alle möglichen Zwecke etc., sondern es muss wirklich genau dokumentiert sein, dass das auch gilt. Auch noch aufpassen, aktive Übermittlung, zum Beispiel bei Social-Media-Plattformen oder auch bei App-Berechtigungen, die schön bunt daherkommen und jetzt gerade auf die Schnelle mal irgendeinen tollen Anwendungszweck erfüllen oder ich will es auch noch ausprobieren, aber da klicke ich einfach drauf und sofort ist mein Adressbuch irgendwie an den App-Anbieter gesandt. Ja? Also da im Zweifelsfall immer Nein nicht akzeptieren oder was auch immer da gefragt wird. Oder sich mit einem Testgerät das vielleicht anschauen, ob ich diese App überhaupt brauche, dann gebe ich nicht gleich alle Daten frei. Genauso ist es mit der Einbindung von irgendwelchen Widgets etc. oder auch diese Sign-On-Geschichten via Facebook- oder Google-Account. Passt auf, hier werden auch immer gleich Nutzungsdaten an die einzelnen Anbieter gesandt. Jetzt hast du uns ganz, ganz viel Informationen gegeben, auf was man achten muss, welche Rechte, welche Pflichten das ich habe, um eben da mit dem Datenschutz auch sehr sorgsam umzugehen, was auf uns zukommt. Kannst du uns ein bisschen so einen Leitfaden geben, weil ich denke, es wird vielen jetzt auch der Kopf rauchen. Wo fange ich denn an? Also wir haben schon gesagt, einmal grundsätzlich ist es einmal eine Verfahrensaufnahme zu machen, eine Bestandsaufnahme, aber kannst du uns da vielleicht ein bisschen noch einen roten Faden geben? Also hier am Screen jetzt noch eine kurze Checkliste, was ich alles beachten sollte. Und aber um einen roten Faden hineinzubekommen, wirklich einmal
ein bisschen eine Sensibilisierung, dass ich weiß, worum es überhaupt geht, in der Firma schaffen. Mhm. Und dann halt einmal so eine Ist-Analyse, dass ich sehe, welche Datenanwendungen verwende ich. Aber dann noch, was könnte wirklich kritisch für meine Firma sein? Das macht schon noch Sinn im Sinne der IT-Sicherheit. Wenn ich das dann alles entsprechend aufgenommen habe, kann ich mir anschauen, was sind die Folgen, was muss ich noch alles umsetzen, wo muss ich meine Verträge anpassen, etc. Mhm. Ich habe hier ganz unten auch noch den Punkt technisch. Der ist deswegen in dieser Reihenfolge unten, weil ich mir oberhalb überlege, was brauche ich wirklich. Mhm. Passt aber bitte auf, gerade technisch ist das natürlich der Punkt, der wahrscheinlich am längsten in der Umsetzung braucht. Da ich hier mir vielleicht andere Anbieter suchen muss, da ich hier vielleicht meine Datenbanken umprogrammieren muss, was auch immer. Mhm. Also hier nicht das als ganz letzten Schritt innerhalb von einer Woche oder so einplanen. Okay. Ja. Und Dokumentation ist natürlich alles. Ja, ja. Das um und auf. Gut, ich habe, was ich euch noch auf den Weg geben möchte, ich habe auch einen Newsletter. Bitte hier jetzt im Rahmen des Webinars einfach an jaichwill@lv7.ms eine E-Mail senden. Ihr bekommt dann Updates zu aktuellen Neuerungen, wo noch etwas spezifiziert wird, beziehungsweise leite ich auch verschiedene Muster weiter. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, Unterstützung auch von deiner Seite ist sicherlich gefragt. Es ist viel Information, viele Dinge, die man beachten muss. Und da kommt wirklich ein Riesenaufwand auf uns zu. Was würdest du denn jetzt persönlich, also außer, wir haben ja gerade gelernt, sofort anfangen, was geht, die ganzen Punkte einmal beachten. Was würdest du uns denn aber mitgeben, dass wir nicht gleich in Verzweiflung ausbrechen? Ich würde sagen, versucht wirklich pragmatisch an die Sache heranzugehen. Mhm. Ja, gerade wenn ich mir überlege, was habe ich jetzt für Datenanwendungen, it's not rocket science. Ja, also einfach den Computer aufmachen, zu schauen, wo sind meine Daten gespeichert, was nutze ich für Tools. Man sieht es ja auch schön in der Buchhaltung, an welche Cloud-Anbieter zahle ich jetzt monatliche Rechnungen, und dann wird das Bild schon etwas klarer. Okay. Ja, und einfach auch wirklich einmal grob anfangen und dann im Detail schauen, was noch fehlt. Eine spannende Frage, die reingekommen ist, ist nämlich auch die, die möchte ich jetzt gern vorlesen. Was ist mit den Daten, die ich schon jetzt bekommen habe, aber in Zukunft nicht mehr benötige? Muss ich die jetzt löschen, aufheben, oder kann ich sie einfach ignorieren? Also das Schlüsselwort ist jetzt, die ich nicht mehr benötige. Mhm. Wenn ich sie nicht mehr benötige und auch keine Aufbewahrungspflicht habe, dann gilt das Prinzip der Datenminimierung und ich muss diese Daten löschen. Mhm. Ja? Also hier aufpassen und anschauen, habe ich das auch hinterlegt in meinen Datenbanken, wie ich diese Informationen rausfiltern kann. Mhm. Nächste Frage, die gekommen ist. Die gesetzliche Verpflichtung für das Verfahrensverzeichnis wurde mit einem Gesetzestext eingeblendet, bei der eine Unternehmensgröße angeführt wurde. Ja, das ist schön. Gilt das nicht nur für kleine Unternehmen? Da steht zwar theoretisch ab 250 Mitarbeitern, aber dann steht im Folgesatz, wenn ich die Rechte der Pflichten, Rechte und Freiheiten der Betroffenen gefährdet sein können, oder wenn die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt oder wenn sensible Daten verarbeitet werden. Mhm. Also all diese Fälle sorgen sofort dazu, dass das Verfahrensverzeichnis zu führen ist. Mhm. Und da sind wir praktisch immer drinnen, weil wir eben sagen, wir hoffen, dass du nicht nur gelegentlich mit deinen Kunden zu tun hast oder deine Buchhaltung nicht nur gelegentlich machst. Und dann, wie gesagt, ich brauche das wirklich als Erstbasis, um einmal überhaupt zu wissen, wo ich stehe. Deswegen muss ich es machen. Mhm. Ja, komme ich nicht drum herum. Wir haben es vorher angesprochen, gerade was Newsletter-Funktionen angeht. Jetzt, da kann es natürlich sein, ich habe auch hier Mailadressen gesammelt, vielleicht ein bisschen anschließend zu der vorigen Frage, aber was mache ich denn jetzt mit diesen Mailadressen, die ich habe? Muss ich dann noch einmal nachfragen, was mache ich, wenn ich 10.000 Newsletter-Adressen habe? Wie gehe ich denn damit um? Ja, hier sind wir genau in dem Themenbereich. Ja. Ändert sich jetzt was oder nicht? Ja? Wenn ich das bisher richtig gemacht habe, wenn ich beim E-Mail Sammeln protokolliert habe, dass ich die Einwilligung habe, die Zustimmung etc., dann passt, dann bin ich fein raus. Ja.
kritisch ist es halt natürlich, wenn ich einfach nur einen Haufen E-Mail-Adressen habe und nicht nachvollziehen kann, wo die Einwilligung hergekommen ist. Also da heißt es aufpassen. Ja. Mhm. Ist auch bisher schon ein Thema, nur die Strafen im Anlassfall werden sich halt ändern. Mhm. Ja. Auch eine sehr wichtige Frage, beziehungsweise spannende Frage, ganz konkret. Muss ich als Buchhalter die Buchhaltungsdaten löschen, wenn ein Kunde geht? Wenn ja, wann? Und muss ich den Kunden das explizit mitteilen? Also das ist eine sehr gute Frage. Das eine ist einmal an dem Beispiel von zuerst, wir unterscheiden zwischen Nutzungsdaten und Vertragsinformationen etc. Ich habe hier bei der Buchhaltung natürlich eine Aufbewahrungspflicht von 7 Jahren. Mhm. Das heißt, da bin ich sogar gezwungen, dass ich das länger aufbewahre. Und dann mit Mitteilen etc. Ich muss es nicht jetzt aktiv mitteilen, lösche ich deine Daten, aber ich muss es auf Anfrage, muss ich sagen können, also ich habe jetzt deine Daten gelöscht. Mhm. Ja. Okay. Wenn ich jetzt Bewerberdaten habe, ist auch eine Frage, die gekommen ist, für zukünftige Bewerber vielleicht, muss ich die auch löschen oder kann ich die aufbehalten, weil ich sie einfach vielleicht irgendwann doch benötige? Ja, gerade mit Bewerberdaten muss man aufpassen, weil da vielleicht schon sehr viele Informationen drin stehen, die eventuell auch sensibel sein können. Mhm. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie bekomme ich diese Daten überhaupt herein? Ja. Ja? Also gerade größere Anbieter oder Anbieter, die sich im Personalmanagement schon richtig digital aufgestellt haben. Mhm. Da geht das oft über eine Webmaske, dort werden die Daten eingetragen. Dann habe ich die auch in einem Datenbanksystem drinnen, wo ich weiß, okay, das ist jetzt der Stichtag, da muss ich ihn dann auch rausnehmen, wenn ich ihn nicht mehr benötige. Kritischer ist das, wenn die einfach nur irgendwie per E-Mail daher flattern. Mhm. Ja. Hier gibt es aber einen ganz pragmatischen Ansatz. Das heißt, von der funktionalen Seite, ich überlege mir einen Prozess dazu. Das soll heißen, jedes Mal, wenn eine Bewerbung reinkommt, übertrage ich das in eine Datenbank, ja, wo auch der entsprechende Stichtag hinterlegt ist und auch der Status, ob ich den jetzt praktisch eingestellt habe oder nicht und lösche diese E-Mail dann auch gleich wieder aus meinem Posteingang. Dann tue ich mir da leichter. Okay. Auch eine sehr spannende Frage, wenn die PR-Stelle Infos an Journalisten und Redaktionen schickt, muss auch hier ausdrücklich eine Einwilligung der Empfänger vorliegen? Da geht es jetzt natürlich um andere Anwendungsfälle. Yeah. Ja. Also im Normalfall, wenn ich mit einer, mit einem Journalisten kommuniziere, dann ist das ja eine normale Kommunikation. Ja, ja. Also kann ich jetzt aber nicht abschließend beantworten, muss man sich aus dem jeweiligen Fall heraus anschauen, wie das dann gehandhabt wird. Okay. Ja. Wir haben noch ungefähr 2 Minuten. Eine Frage würde ich noch gerne mit reinnehmen. Wie ist der Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdaten im Lohnprogramm? Wenn jemand vor beispielsweise 14 Jahren ausgetreten ist, sind diese löschpflichtig? Ich denke mal, das hat auch was mit Buchhaltung zu tun. Ist wieder das gleiche Thema. Ja. Ich muss mir überlegen, laut Gesetz, was habe ich hier für Aufbewahrungspflichten etc. Also es gibt zum Beispiel 7 Jahre ist ein Thema in der Buchhaltung, dann habe ich aber 30 Jahre im Bereich des Schadenersatzes etc. Also da muss man Abwägungen treffen, was ich wann vielleicht brauchen könnte. Am besten da wirklich rechtliche Beratung einholen, dass man sich zum da wirklich ersten, im ersten einmal anschauen im Verfahrensverzeichnis, dass hier die richtige Basis, welche Daten konkret gespeichert werden und dann für diese Datenkategorien das entsprechend erheben. Mhm. Ja. Ui, da kommt noch eine Frage. Wir haben nur mehr 1 Minute. Sollen wir die noch schnell reinnehmen? Ja, schauen wir. Und zwar, wenn Newsletter-Abonnenten über die Webseite einen Newsletter abonnieren, wie lange muss dieser Vorgang in der Datenbank der Webseite gespeichert werden, um nachzuweisen, dass das Abo auf konkretem Weg entstanden ist? Wie viele Jahre? 3 okay. Jahre? 7 Jahre? Naja, grundsätzlich, grundsätzlich, also speichern muss ich es ja nicht direkt auf der Webseite, das ist halt bei dem Newsletter-Anbieter oder was auch immer. Ja. Also ich muss mir überlegen,
Wie lange kann das auch hier ein Problem sein, dass ich hier in irgendeiner Form ein Problem habe? Es gibt gerade bei E-Mail oder bei potenziellen Kunden im alten Datenschutzgesetz so eine 3-Jahres-Frist. Wird sich weisen, ob das jetzt auch als Bezugspunkt herangezogen wird oder nicht. Okay, aber so mal ungefähr 3 Jahre ist schon einmal ein guter Richtwert. Ist zum Beispiel ein Richtwert. Vielen Dank, Dr. Vinzenz Leichtfried. Wirklich viele Informationen. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Informationen und ein bisschen Anregungen vor allem auch gegeben haben und Motivation, gleich damit anzufangen. Wie gesagt, 25.05.2018 ist relativ bald da und die Zeit vergeht sehr schnell. Vielen Dank. Wir haben gesagt, pragmatisch bleiben, nicht die Nerven wegschmeißen. Ich glaube, das ist das Beste. Und einfach dranbleiben und einfach anfangen. Ja. Genau. Wunderbar, danke, dass du da warst. Du stehst natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Wenn es etwas gibt, bitte mich einfach kontaktieren. Ja. Wunderbar, ich denke, es wird sicher noch einige Fragen geben und du wirst noch die nächsten paar Monate viel zu tun haben. Ich danke vielmals, dass du da warst. Ja, und ich danke fürs Zusehen, beziehungsweise möchte auch noch schnell einen Hinweis geben für unser nächstes Webinar der jungen Wirtschaft. Das findet nämlich am 14. November statt, wieder von 11 bis 12 Uhr. Dann zum Thema Überblick über die Büroorganisation, trotz Zeitdruck, auch ein sehr umfangreiches Thema. Vortragende ist die Petra Handle. Ich freue mich schon riesig drauf und jetzt wünschen wir mal eine schöne Mittagszeit und bis zum nächsten Mal und nicht zu viel Stress mit den Vorbereitungen für die Datenschutzgrundverordnung 2018. Dankeschön. Okay. Guten Appetit und gescheit Vertrauen.